Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu WRC8. Ja, letzter Part, letzter Tag hier, dritter Tag in Australien mit unserem Hyundai. Der letzte Part hier von dieser Saison einmal. Und dann schauen wir, wo es uns hin verschlägt. Aber die Saison ist jetzt hier mit diesem Part mal zu Ende dann. Letzte Rallye, letzter Tag in Australien. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, wir haben 24 Sekunden Vorsprung auf den zweiten, auf Neuville. Dementsprechend sollten wir auch fahren. Und links zwei und lang. Fahren mit den harten Reifen, gehen auf Nummer sicher. Ja, dementsprechend hat er auch Grip, ich merke es gerade. Rechts 4 über Bodenwelle, macht auf, Achtung. Scharf bremsen für scharfe Haarnadel rechts über Asphalt, 60. Links 6 in links 5 kurz. Na, wir sollten nichts riskieren eben. In links 3 lang, macht auf 30. Und Achtung, rechts 3 lang, halten in links 1, über Schotter. Rechts 3 lang, über Kuppe, macht zu, 40. Links 5, macht zu, 4, nicht schneiden, in rechts 4, 100. Links voll, in rechts 5 lang, macht zu. Und links 3, kurz, Verengung, nicht schneiden, 60. Links 5, über Kuppe 30, rechts 5, über Kuppe in links 3, sehr lang. Für Kuppe und links 4. In rechts 3, macht auf, über Kuppe. Und rechts 4, in links 5, kurz, 30. Bodenwelle über Kuppe in links 5 lang. In rechts 3 und links 3 macht auf. In rechts 5 macht auf lang. In rechts 4 und links 4. In rechts 5 und links 5, 30. Rechts voll in links 4, über Kuppe macht auf, Mittel. In rechts voll in links 5, kurz über Bodenwelle. In rechts voll, bremsen in links 4, innen halten, 80. Also rechts grün, zweiter Sektor, nice. Für Haarnadel links über Asphalt, 50. Rechts voll in links 5, leicht schneiden. In rechts 6, leicht schneiden. Achtung, scharf bremsen für scharf rechts bei Abzweig über Schotter 50. Achtung, bremsen für scharf links durch Tor 80. Rechts 6 in links 5 und rechts voll, macht zu 5. Scharf bremsen für scharf links, 80. Achtung, scharf rechts über Asphalt in links voll. In rechts 5, leicht schneiden in links voll. In rechts 5, in links 5, 30. Scharf bremsen für scharf rechts über Schotter in links 4. Und rechts 3, kurz 30. Rechts 3 lang. Und Achtung, scharf bremsen links 4 in scharf rechts in links voll 80. Links 5 innen halten, macht zu, 4. In rechts 5 kurz und links 4 scharf bremsen, macht zu für scharf links 40. Rechts voll über Brücke und links 3 über Kuppe, 30. Rechts 5 kurz in links 5. Und links 5 in rechts 5 lang, macht zu, 4, über Brücke. Links voll in rechts 5, über Kuppe in links 5, 30. Rechts 5 in links 5 lang, macht zu. In rechts 5 lang, in links 4. In rechts 4 lang, über Bodenwellen. Und links 5 lang über Kuppe. Und rechts 5 macht auf.
Und Achtung, links 4 macht auf über Bodenwellen. In rechts 3 lang, über Kuppe macht zu, nicht schneiden. In links 6 zum Ziel. Jo, Freunde, sehr schön. Schöne Etappe wieder. 3 Sekunden Vorsprung, perfekt, was will man mehr? 27 Sekunden Vorsprung, das sollte auch für die Epic Stage reichen, glaube ich. Und vielleicht nehmen wir da sogar die Extra-Punkte mit, weil irgendwie läuft es hier gut in Australien. Aber vom Gefühl her, die KI hier ein bisschen anders eingestellt, wie auf diversen anderen Strecken, kommt man vor. Ich weiß nicht. Aber ist auch egal. So, Freunde, und jetzt sind wir zu Hyundai. Die letzte Rallye in der Saison nochmal auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht vertragstechnisch, ob wir vielleicht nicht sogar bei Hyundai bleiben oder wie auch immer. Also Interesse ist also 100% von den anderen Herstellern. Also ja. Aber in Zukunft, wenn ihr weiter schauen wollt, natürlich als nächste Saison würde ich mal Citroën nehmen. Aber Ford und Toyota eine Saison mittellängerfristig gesehen wäre auch ganz nett. Und dann können wir zum Schluss ein Resümee ziehen, quasi ja, welchen Auto uns das Ganze über die ganze Saison auf jeden Fall besser gefallen hat. Aber egal, jetzt mal die Epic Stage, die allerletzte hier in dieser Saison, Freunde. Genießt es noch einmal. Rechts los geht's. Kurz in links 4. Und Achtung, rechts 4, macht auf, hängt lang 80. Links voll, über Kuppe 40. Links 3, innen halten und rechts 5. Und ja, alles schön glatt in Australien auch. Der Boden nicht so wild wie, weiß nicht, Mexiko, Achtung, Türkei, stellenweise. In links 3, macht zu, 30. So, jetzt werden wir uns wieder mal konzentrieren. Sehr lang, macht auf. Schön wie in der vorigen Rallye. Na los. Genau deswegen. Und links 5, über Kuppe in rechts 4, uneben. Und rechts 4, kurz in links 3, kurz, nicht schneiden, 60. Rechts 4, macht auf und rechts 3, kurz, nicht schneiden, in links 5, kurz. In links voll über Kuppe, in rechts 5, in links 5, kurz, in rechts 6, macht zu und links 6. Boah. Und rechts 4, lang innen halten. In scharf links, nicht schneiden, für rechts 6, macht zu, 40. Achtung, scharf bremsen, für links 2 kurz, macht auf, über Asphalt und rechts 3 lang, macht zu. In Haarnadel links, über Schotter, 80. Boah, fieses Eck, fieses Eck. Und Kuppe in links 3 innen halten, in rechts 4. Und links 3, macht auf über Kuppe. In rechts 1, macht auf. Achtung, bremsen in links 4, in scharf rechts, macht auf. Und links 3, macht auf, in rechts voll 50. Ja, am Ende dann natürlich auch interessant, mit welchem Auto wir die bessere Platzierung dann erreichen, unterm Strich. Links 5, 200. Natürlich mit der ersten Saison, mit den Erfahrungen, Erfahrungswerte und so, natürlich dann ein bisschen schwierig zum Vergleichen, weil nächste Saison haben wir dann schon ein bisschen mehr Erfahrung und so. Und rechts voll, in links 4, Mittel, nicht schneiden. In rechts 5 kurz über Kuppe. Kann man vielleicht nicht 1 zu 1 vergleichen, aber ja. Vor allem die erste Monte und links 4 ist über mit den Reifen auch schon ein bisschen 30. Mehr. Links 3, macht auf. In rechts 3 lang, über Brücke, 30. Links 3, macht auf, 50, uneben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, die Reifen, was uns vorschlägt,
und links 5 kurz und rechts 5 kurz, Verengung 40. Sollte grundsätzlich nicht wirklich ein Fehler sein. In rechts 5 kurz und links 5 mittel, 30. Rechts 3 lang, uneben. In links 3, 40. Also mit der Performance von mir gerade dreimal in Sektor Bestzeit, das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Bremsen rechts 3, macht auf. In links 5 kurz, in rechts 3, macht auf. In links 5. Und links 5, 30. Rechts 4 lang, über Kuppe, macht zu. Und links 2 lang, macht zu, 40. Ach, ein bisschen rechts gekommen. 4 über Bodenwelle, macht auf, Achtung. Scharf bremsen für scharfe Haarnadel rechts über Asphalt, 60. Links 6 in links 5 kurz. In rechts 5 über Bodenwelle, in links 3 lang, macht auf, 30. Und Achtung, rechts 3 lang, halten in links 1 über Schotter. Ah, den können wir vorher auch gehabt. Rechts 3 lang, über Kuppel, macht zu, 40. Ah, ich freue mich schon, nächste Saison aufs neue Auto, hoffentlich. In rechts 4, klappt das mit Citroën. Links voll, in rechts 5 lang, macht zu. Ah, ich befürchte, wir werden ja da random irgendwelche Angebote und auch bekommen. Links 3, kurz, Verengung, nicht schneiden, 60. Links 5, über Kuppel, 30. Rechts 5, über Kuppel, in links 3, sehr lang. Für Kuppe und links 4. In rechts 3 macht auf über Kuppe. Und rechts 4 in links 5, kurz 30. Bodenwelle über Kuppe in links 5 lang. In rechts 3 und links 3 macht auf. In rechts 5 macht auf lang. In rechts 4 und links 4. In rechts 5 und links 5, 30. Rechts voll in links 4, über Kuppe macht auf, mittel. In rechts voll in links 5, kurz über Bodenwelle. In rechts voll, bremsen in links 4, innen halten, 80. Rechts 4, bremsen, für Haarnadel links über Asphalt 50. Rechts voll, in links 5, leicht schneiden. In rechts 6, leicht schneiden. Achtung, scharf bremsen für scharf rechts bei Abzweig über Schotter 50. Achtung, bremsen für scharf links durch Tor 80. Rechts 6, in links 5 und rechts voll, macht zu 5. Scharf bremsen für scharf links, 80. Achtung, scharf rechts über Asphalt in links voll. In rechts 5, leicht schneiden in links voll. In rechts 5, in links 5, 30. Scharf bremsen für scharf rechts über Schotter in links 4. Und rechts 3, kurz 30. Rechts 3 lang. Und Achtung, scharf bremsen, links 4, in scharf rechts, in links voll 80. Links 5 innen halten, macht zu, 4. In rechts 5 kurz und links 4 scharf noch zum Regeln an. Macht zu für scharf links 40. Rechts voll über Brücke und links 3 über Kuppe, 30. Rechts 5 kurz, in links 5. Und links 5 in rechts 5 lang, macht zu, 4, über Brücke. Links voll in rechts 5, über Kuppel in links 5, 30. Rechts 5 in links 5 lang, macht zu. In rechts 5 lang, in links 4.
In rechts 4 lang über Bodenwellen. Und links 5 lang über Kuppe. Und rechts 5 macht auf. Und Achtung, links 4 macht auf über Bodenwellen. In rechts 3 lang über Kuppe macht zu, nicht schneiden. In links 6 zum Ziel. Jo, damit haben wir es geschafft. Sehr schön. 6 Sekunden, jawohl, auf Neuville. Das war's, liebe Freunde. Da hinten 9 Minuten. What? Achso, ne. 43 Sekunden. Play P10 hinten. So. Ich würde sagen, beim letzten Mal hier. Schauen wir uns noch ein paar kurze Impressionen vielleicht an. Von unserem Hyundai in Fahrt hier von außen. Eigentlich könnte man aber in Replay, wenn ich reingehe, jedes Mal das Thumbnail eigentlich holen auch. Das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee. Ja, da war Glück gehabt, dass wir nicht gespawnt wurden. Ja, da haben wir kurz geplaudert vorne. Ja, und somit, Freunde, geht diese Saison zu Ende. Ja, sowas zum Beispiel. Da könnte man schön ein Thumbnail machen. Kann man da eigentlich kameramäßig... Yo, Interface ausblenden. Ja, perfekt. Könnte ich da immer wieder einfach Screeny machen und dann direkt vorm Spiel. Jetzt habe ich immer echte Bilder genommen. Vielleicht habt ihr da auch eine Idee oder einen Wunsch. Soll ich es in-game immer machen oder so wie gehabt, live von der echten Rallye jedes Mal so das eine oder andere Bild. Ich lege mal, vielleicht machen wir es nächste Saison oder abwechselnd oder keine Ahnung. Also pro Rallye dann ein Bild. Am besten vielleicht irgendwo bei einer Haarnadel oder irgendwas. Oder wo man so genau so im Drift ist hier. Schau, es hätte der Reifen fast einen Platten rechts vorne, aber das täuscht. Ja, wie auch immer, Freunde. Wie auch immer. So, ihr seid hier aber definitiv alle mit harten Reifen gefahren, ja. Reputation, das sollte passen. Ich hoffe nur, wir bekommen wirklich ein Angebot. Jo, S8 war das, da mit einem kleinen Rausrutscher, sonst fast immer schnellster sogar. Wenn wir jetzt nur mal Neuville und OEG reingeben. Oh, Sektor 3, keine Ahnung, warum die da überall so langsam sind. Gut, das war mir, ja gut, aber das war doch fast 2 Sekunden. Denek, Löb, oh Löb zum Schluss, oh 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 oh. Aber Sektor 3 fällt schon auf, warum die KI da so lang ist. Fast 8 Sekunden hier, da 5. Naja, wie auch immer. Freunde, das war's. 33 Sekunden Vorsprung auf Neuville. Das heißt, nächste Saison dann, also Frankreich und Australien, was ich jetzt so außen stehe greift, da sind wir dabei. Zweimal Hyundai. Und letzte Rallye gewonnen. Sehr schön. So soll es sein. Ja, die haben uns gegen Ogier durchgesetzt. Sehr schön. Haben können P3 in der Gesamtwertung behaupten. Da finde ich in der ersten Saison ein schönes Ergebnis. Vor allem nach einem Nuller in Monaco. Schweden ging dann, da waren wir Zweiter, dann Fünfter in Mexiko, war jetzt auch nicht so berauschend. Dann, wie gesagt, Erster wieder in Frankreich. Vierter in Argentinien. Dritter in Chile. Dritter auch in Portugal, also Dritter muss man ja fast zufrieden sein. Vierter in Italien.
Erster wieder in Finnland, das könnten wir auch wieder schaffen. Eventuell, glaube ich, Deutschland waren wir auch Erster. Könnte auch wieder gehen. Vierter in Türkei. Sechster in Großbritannien, also Wales. Das war einer der schwersten, muss ich sagen. Gut, dann für die nächste Saison, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier vielleicht irgendwie P2 angreifen. Und bester Citroën vor allem werden. Und Denek, dass wir den angreifen wollen. Gut, ich weiß nicht, ob nächste Saison vielleicht dann Denek stärker ist oder ob hier beim Spiel immer nur Will vorne ist, jetzt unterm Strich, Ende der Saison. Auf jeden Fall müssen wir Monaco irgendwie punkten. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Schweden, Zweiter, vielleicht schaffen wir das sogar P1, aber man weiß ja nie, was passiert. Das ist wieder das Nächste. Mexiko, Fünfter, da würde ich auch gerne Richtung P4, P3 vielleicht gehen, wenn es geht natürlich im Idealfall. Frankreich müsste man wieder fast gewinnen. Argentinien vielleicht das Podium. Chile Dritter, Chile, ja, Minimum wieder Dritter, Portugal auch Minimum Dritter, Italien vielleicht das Podium, Finnland müssen wir da gewinnen, Deutschland auch, aber so leicht gesagt jetzt. Türkei Vierter, vielleicht kommen wir da auch aufs Podium, Großbritannien Sechster, da müssen wir uns auch definitiv steigern, wenn wir hier ein bisschen weiter nach oben wollen. Dritter Spanien, ich glaube da geht sogar auch mehr. Ja, wir haben glaube ich ja zwei oder drei Rallyes gehabt, genau, wo wir ja nur ganz knapp den einen Platz, glaube ich, hin und wieder verpasst haben. Also von dem her ist auf jeden Fall Potenzial. Und Australien gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Das sollte wieder passen mit dem Sieg wahrscheinlich. Auch in der nächsten Saison dann. Ja, unterm Strich P3, ich bin zufrieden. Hersteller Hyundai, jo, souverän vorne hier, unfassbar. Jo. Erster und dritter Hyundai, dann Toyota hier zweiter. Ich glaube vom Silvester, du bist der Toyota. Also Fan jetzt in dem Sinne, aber du fährst glaube ich gern mit dem. Jo, Ogier haben wir hier, Lappi auf 6, das ist auch ein Citroën. Sebastian Ogier. Teamkollege, wenn wir da sind, das wäre natürlich nächstes Jahr nice. So, dann schauen wir jetzt einmal, was passiert. Und ob was passiert. Mechanik haben wir gezogen, auch nicht schlecht. So Freunde, jetzt wird es interessant. Reparaturkosten. Letzter Rallye-Bericht. Ihre Jüngstrennungen haben Citroën ziemlich beeindruckt. Wir sind überaus interessiert an Ihrem Profil und werden Sie in den kommenden Monaten genau in die Augen behalten. Was? November, dritte Woche Saison. What? Das ist jetzt. Möglicherweise werden wir Ihnen ein Vertragsangebot unterbreiten. Das hoffe ich doch schwer. Das hoffe ich doch mal schwer. Was ist hier für ein Rufzeichen drin? Also er ist... So, haben wir da einen mit Lämpchen? Ja, den haben wir rein. Und das lassen wir mal so weit. Für den Rufzeichen, wieso? What? Also wenn wir die Ding nicht drin haben, oder? Und haben wir einfach nur irgendwas rein. Und schauen wir mal. Ah, noch immer ein Rufzeichen. Was steht da? Crewmitglieder und Vorteile verwalten. Ja, habe ich ja. Tja, keine Ahnung. Kalender, so. Event auswählen. Tja, genau. Jetzt schlafen wir mal. Können wir den nächsten auch schon auswählen. Was will er so von mir? Die Reserve schicken. Nö, keine Ahnung. Da muss ich jetzt Erwartung machen, nicht wirklich, oder? Hersteller-Challenge. Ja, die könnte ich da jetzt fahren, wenn ich jetzt sage, ich will zu Toyota, oder? Ist das nicht das? Können Sie einem neuen Team beitreten, indem Sie beim Fahren seines Autos beeindrucken. Gut, aber dort wollen wir aber nicht hin. Weil es jetzt Citroën, könnte man für uns fix dort ein Level holen, oder? Quasi, wenn man es in der Fußballersprache sagen möchte. Ja, Toyota, ja, wir auch... Durchaus eine Saison, glaube ich, interessant, dass wir überall mal vielleicht einmal fahren, wie gesagt, und dann schauen, was uns am besten gefallen hat. Würde mir schon gefallen, eigentlich, ehrlich gesagt.
Ja, warum soll ich jetzt Erwartung machen? Ehrlich gesagt, außer wir würden bei Hyundai bleiben, natürlich. So, was haben wir hier? Ford, okay, genau das, was wir nicht brauchen. Dann mache ich das jetzt einfach mal so. Genau die zwei, die wir nicht gebraucht haben. Ne, neuer Saisonvertrag da hinten. So, wir schlafen noch einmal. So, Freunde, jetzt wird's ernst. Wahrscheinlich habe ich samt LE reingeschrieben, wo verschlägt es uns hin, aber welches Team bekommen wir? Jetzt wird's interessant, Freunde. Jetzt wird uns gleich die Lade runterfallen, wahrscheinlich, wenn wir kein Angebot bekommen oder keine Ahnung, oder nicht das, was wir wollen, oder Citroën halt nicht dabei ist. So, was ist da jetzt? Okay, wir müssen... Jetzt habe ich es nicht gelesen. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Wo müssen wir hin? verpasse ich da jetzt eh nichts? Betrifft Citroën? Ist an ihn interessiert? Ja, will ich aber. Was genau machen wir, dass ich jetzt keinen Blödsinn mache? Nach dem Ende der Saison treten sie jetzt in den Vertragsverhandlungen für die nächste Saison ein. Die verschiedenen Teams unterbreiten ihnen Verträge aufgrund der Reputation, die sie bei ihnen gewonnen haben. Jetzt werden wir es gleich wissen, wie es ausschaut. Nachdem sie ihre Auswahl getroffen haben, beginnen sie eine neue Saison mit dem ausgewählten Team. Unter Umständen unterbreitet ihnen auch ihr aktuelles Teamangebot zur Verlängerung ihres Vertrages aufgrund der Reputation mit diesem Team. Ah, das ist jetzt die Drehung. Ja, ja, Gott sei Dank. Ach, das hab ich schon gesehen. Puh. Toyota aber nicht, schau. Nur mit viel Pech hätten wir vielleicht Citroën gar nicht gehabt, oder? Jetzt haben wir schon geglaubt, ist nicht dabei. Alter Schmiede. Ja, wir könnten bleiben. Citroën oder Ford. Citroën. Jawohl. Perfekt. Das hat Gott sei Dank funktioniert. So, wir lassen alles... So wie es ist. Das passt für mich perfekt. Schadenseffekt Mittel. Genau das, was ich brauche. Sehr schön, Freunde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Willkommen in einem neuen Team. Gleich startet eine brandneue Saison. Viel Glück beim Rennen um den Titel. Da steht er, Freunde. Da steht er. Schade, dass es ist oben am... eben nicht die österreichische Fahne in dem Fall für mich drauf ist, sondern wieder mehr oder weniger 1:1 das Auto von, weiß nicht, von Loeb haben oder? Naja, mit dem muss man halt leben. Lassen Sie 6 Wochen den Moralwert nicht unter Null sinken. Ja, keine Ahnung, lassen wir jetzt einmal so. Können wir schon eine kleine Probefahrt machen? Na, das ist nur ein Experiment. Wir schlafen mal. Können wir schon eine Mini-Ausfahrt machen? Wieder Extrembedingungen? Nein, interessiert mich nicht. Hersteller-Challenge. Wieso gibt er mir jetzt eine Hersteller-Challenge? Bin ich mal noch einmal gefahren und könnt jetzt... zu Toyota wechseln. Unfassbar, oder? Ja komm, Freunde. Wir wollen unser Auto mal kennenlernen. Was ist da los? Ah! Moment. Ich hab den Beruf... Hä? Moment. Oh! Oh, 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 oh. Aha. Ja, das müssen wir uns noch ganz, ganz gut anschauen. Das muss ich mal noch offline, das, ja, da muss ich nochmal alle Reifen, alles. Ja, ihr habt es auf Zuverlässigkeit, weiß ich schon, aber... Nein, nein, das ist mit Verschleiß, das ist...
Nee, nee. Ich brauche mehr Grip, Freunde. Ich brauche mehr Grip. Das werden wir dann danach resetten. Jetzt machen wir noch eine kleine und allererste Probefahrt. Training wäre natürlich geil gewesen, aber können wir jetzt nicht. Ziehen wir das Ganze mal mit unserem neuen Citroën hier rein. Ah, shit, jetzt muss ich wieder... Ah, nein, das sind... Ah, das sind aber nicht die. Die muss ich mal noch einmal dann alle rausschreiben von vom Hyundai. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt so übernehmbar ist mit dem Auto. Das ist natürlich die große Preisfrage. So, los geht's. Das sitzt ein bisschen näher beim, bei der Scheibe, kommt mal vor. Erste Fahrt mit unserem neuen Auto. Soll jetzt nochmal als kleine Übungsfahrt dienen. Ja, wir werden diese Woche natürlich dann gleich in Monte Carlo starten. Ja, aber diesmal ein bisschen üben vorher kurz, damit wir da ein bisschen ein Gefühl kriegen. Gefühl ist gut, Gefühl ist gut. Sehr schön. Oh, gleich 100%. Perfekt. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. So, war ein bisschen ein längerer Part wahrscheinlich jetzt, aber gut, das war auch der letzte in der, von der, jetzt können wir sagen, alten Saison. Sehr schön. Monte, dann kommt schon Schweden, jawohl, Monte Carlo, Freunde. Da müssen wir punkten, da müssen wir punkten, dürfen wir uns mit der Reifenwahl nicht wieder vergreifen. Und wir werden diese Saison versuchen, P2 anzugreifen. Bin gespannt, wie es in der Spitze, wie es in der Spitze abgeht. Ob Neville, ob das immer gleich bleibt in der Saison oder ob das auch ein bisschen unterschiedlich ist. Vielleicht habe ich eh mal vorne oder doch Denek. Oder wie auch immer das... sich entwickeln wird. Ja, Minimum P3 möchte ich wieder reichen und P2 wäre vielleicht das Ziel oder zumindest mal in die Nähe zu kommen von den Punkten her. Wird schwierig werden, aber mal schauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, wir freuen uns schon alle, wenn wir hier mit unserem Auto hier den Truck rein gehen und Richtung Monte Carlo aufbrechen. Danke noch einmal alle, die bis jetzt zugeschaut haben bei meiner Karriere.
und versprochen, es geht auch dementsprechend weiter, jetzt mit Citroën. Und ja, in der nächsten Saison schauen wir mal, ob wir Toyota oder auch Ford vielleicht mal testen werden, dann eine Saison. Mal schauen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Die Woche starten wir auf jeden Fall mal rein dann, in den ersten Tag auch. Ciao, ciao.